Fährt hier jeden Tag rum und brüllt durch sein Megafon. Da kann ich eigentlich auch nicht zusagen, ehrlich gesagt. Ein Teil von Ausländern haben mehr Rechte als die anderen. Ich glaube, er versucht irgendwas, irgendwas mit Wahlrecht oder also irgendwas steht da dann. Also so wie ich es mitgekriegt habe, um Politik. Der kommt mir auch ein bisschen, rechtsradikal würde ich jetzt nicht sagen. Jeden Tag, also fast jeden Tag in der Oranienstraße oder am Kotti und sehen eigentlich jeden Tag. Ich sehe diesen Mann jeden Tag hier, hin und her. Ich weiß nicht, was verlangt oder was will. Okay. Ich wollte ihm ein Händchen schenken. Sie sind beide auf der Seite. Warum ist diese unter? Weil dieser Teil von Ausländern, diese bevorzugte Ausländer, aus. I didn't understand what he said, and the way he acted, the first thing I thought is that he was mad, a crazy man, doing his thing on the road. Wir brauchen sehr viel Batterie, das ist natürlich, das ist schade. Für die Umwelt, weiß ich schon, aber was soll ich denn machen? Also wie kann ich denn an die Leute gehen? Das sind alle kaputt geworden. Doppelstaatsangehörigkeiten! Wir sind jetzt Drittländer geworden und hat man den anderen Ausländern dann kommunale Wahlrecht Möglichkeiten angeboten. Aber uns hat man nicht. Beim Anfang hatte ich mir immer Ziel genommen, an einem Tag will ich mindestens 5000 Leute erreichen. Dann habe ich Plakate aufgehängt, auch nicht geklingelt, weil ich ja nicht Lärm machen dürfte. Und dann habe ich mal mit dem Megafon angefangen, dann ein bisschen was mit Musik und so weiter. Aber mit Trillpfeife habe ich mehr erreicht, obwohl ich also nicht so glücklich bin. Nämlich die haben, die jeder, der auf der Straße 63 Grad sich umgedreht, woher das kommt. Nämlich, es ist unüblich hier Lärm zu machen. Aber das ist Meinungsfreiheit. Klasse von Ausländern. Eine Klasse von Ausländern haben mehr Rechte als die anderen. Warum? Ich mache das nicht Staatsangehörige. Man will von Ausländern, das heißt Türken und Araber. Lärm natürlich ist auch nicht gesundheitlich mehr gut. Ich habe auch sehr Probleme jetzt nach dem Diesel-Lärm. Aber ich sage, wenn ich meine Ohren verliere, irgendwie nicht mal gut höre, das ist ja nicht so schlimm. Für Demokratie ist ja viele gestorben. Ich laufe ja in acht Bezirken Berlins und da erreiche ich. Wenn diese meine Musik gehört wird, dann weiß man. Man zieht die Uhr, wenn ich mal vorbeifahre. Sie sind beide hier in Deutschland ansässig. Warum macht man trotzdem Unterschiede unter diese Menschen? Was das Demokratie anbelangt, habe ich dann erstmal 1.9.2005 habe ich angefangen. Diese Unterschiede zwischen Ausländern werde ich bekämpfen.
Bis zum Tode habe ich so geschworen. Das habe ich auch getan. Bis heute. Für meine Familie, weil ich liebe, engagiere ich dann 100%. Aber ich engagiere mich auch für Berlin, auch für Türkei. Ob man will oder nicht will. Aber ich liebe Berlin. Ich bin ja müde. Wenn ich hier rausgehe, ich bin wieder lebendig. Weil ich die Menschen treffe, die, für die ich etwas mache. Das ist für mich andere Freude. Und die Energie, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich mehr bewege, das natürlich, ich bin ja 69, bin aber wieder topfit. Also das gibt mir Energie, weil ich zu sehr liebe. Sein Wahlrecht, weil er anscheinend Ausländer ist und ich kann das gut verstehen. Mein Vater ist Gastarbeiter, hat seinen Pass behalten, was ich auch verstehen kann, hat 40, 50 Jahre Steuern gezahlt, darf aber nicht wählen. Ja, ich habe ihn zumindest, also ich erst vor kurzem das erste Mal gesehen, aber also ich verstehe nicht, bei mir war das sofort klar, was er eigentlich will. Also wenn man ihm zuhört, ich verstehe das jetzt nicht so ganz, dass so viele Leute das nicht wissen. Ja. Persönlich kenne ich ihn nicht, aber er ist mir natürlich oft aufgefallen, weil er im Fahrrad eigentlich überall, nicht nur hier in 36, eigentlich egal wo ich war, habe ich ihn mal mit dem Fahrrad langfahren sehen. Mit immer einem bestimmten Sound und mit der Pfeife. Ich weiß von Freunden, die ihn auch besser kennen oder mal mit ihm geredet haben, dass er eben für sein Wahlrecht immer noch kämpft. Es ist einfach krass, dass er hier mit dem Fahrrad jeden Tag langfahren muss und die Behörden scheinbar es nicht interessiert oder was auch immer, dass er immer noch kein Wahlrecht hat. Das kann eigentlich nicht angehen. Es bleibt irgendwie auch im Gedächtnis und ich finde es irgendwie, mir gefällt so das, was mir an Kreuzberg gefällt, dass es irgendwie Leute gibt, die verschiedene Projekte haben, die sie immer verfolgen und die man irgendwie jeden Tag sieht und die auch irgendwo hängen bleiben. Vielleicht denkt man irgendwie, er ist crazy, aber ohne Leute, die crazy sind, wird es wahrscheinlich alles keinen Spaß machen. Ich sage schon, sollen andere meine Berufskollegen beweisen, ob sie tatsächlich Berliner sind. Man muss etwas abgeben für Berlin. Ich bin auf der Straße. Ich gebe für Berlin ab.